Es ist Zeit für den ersten Haul 2023. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Disney Januar Haul 2023. Ja, es ist mal wieder Zeit für einen neuen Haul und der erste im Jahr 2023 und wir haben schon fast Mitte Februar, die Zeit, die rennt ja schon wieder. Ja, ich war einmal im Januar im Disneyland Paris und ansonsten hat mir Brina was aus Primark mitgebracht und ich habe was bei Zara Home bestellt. Recht übersichtlich, muss man sagen, aber es war nicht ganz günstig, denn durch die Pandora-Sachen, die es im Disneyland Paris gab im Januar, wo ich mit Vicky da war, ja, die haben schon ein bisschen was reingehauen, aber natürlich zeige ich euch das jetzt alles und ich würde sagen, wir starten mit Zara Home und ich zeige euch, was ich dort gekauft habe. Bevor es mit dem Haul losgeht, möchte ich euch noch Mainpunkt vorstellen. Mainpunkt produziert hochwertigen 925er Silberschmuck in Gold, Rosé und natürlich auch in Silber. Ich habe zwei wundervolle Schmuckstücke von denen bekommen und möchte euch zeigen, was ich bekommen habe. Passend zum Valentinstag oder zu jeder anderen Gelegenheit, wo ihr euer Herz verschenken möchtet, habe ich einmal diese silberne Herz-Perlmutt-Halskette bekommen. Mega schön, in der Mitte hier dieses Perlmutt. Sieht super schlicht aus, auch jetzt auf so einem schwarzen Rollkragen. Ich zeige euch auch gleich, ist mehr detaillierter, sieht wunderschön aus. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen knapp für Valentinstag, aber ich denke, man kann auch zu jeder anderen Gelegenheit eine Herzkette verschenken. Und wenn ihr die Sachen verschenken wollt, kommen sie in einer wunderschönen Geschenkverpackung. Und zwar sieht die so aus. Sehr schlicht, aber auch sehr edel. Und das zweite Schmuckstück, was ich bekommen habe, zeige ich euch jetzt. Als zweites Schmuckstück habe ich diese wunderschönen kleeblattförmigen Halbkreolen bekommen in Silber. Ich ziehe sie euch direkt mal an und zeige sie euch auch gleich mal von Namen. Auch sehr schlicht gehalten, mega edel und schön. Jetzt kriege ich die Öffnung nicht auf. Ah, jetzt. Ich ziehe es euch mal auf einer Seite an. Also wirklich sehr, sehr schlicht gehalten, aber trotzdem mega schön. Und wie gesagt, 925er Silber. Also schaut gerne mal bei Mainpunkt vorbei. Ich packe euch den Link gerne unten in die Infobox. Also beschenkt euch selbst oder kauft euren Liebsten ein tolles Geschenk. Es gibt auch schönen Männerschmuck. Also das muss man ja auch mal erwähnen. Und ich habe auch einen Code für euch mit Moni223. Ich schreibe es auch immer hier nochmal rein und auch unten in der Infobox. Bekommt ihr die Versandkosten gratis. Und mein Code ist auch kombinierbar. Zum Beispiel hat aktuell Mainpunkt 30% Rabatt auf alle Schmuckstücke für Valentinstag. Also ihr könnt beide Codes miteinander kombinieren. Mein Rabatt Code für die Versandkosten und auch generelle Rabattcodes, die Mainpunkt anbietet. Schaut einfach auf der Website vorbei oder auf der Instagram-Seite. Da zeigen sie auch immer die aktuellen Rabattcodes. Also viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt geht's weiter mit dem Disney Haul. Bei Zara Home habe ich mir diese Bettwäsche gekauft. Ist jetzt natürlich verpackt. Ich habe sie noch nicht ausgepackt. Aber bei Zara Home gibt es viele verschiedene Disney-Bettwäschen und bei mir das Problem, ich finde sehr selten Disney-Bettwäsche, die für mein Bett passt, denn ich habe ein Übergrößenbett, also die Bettlaken und das Kissen jetzt nicht. Mein Bettlaken, nicht Bettlaken, was lag? Die Decke ist eine Übergröße und zwar habe ich 1,50 Meter x 2,20 Meter und da ist es immer schwierig, Disney-Bettwäsche zu finden. Bei Zara Home gibt es die, ich habe auch schon eine Winterversion von Disney-Bettwäsche und es ist eine Wendebettwäsche, also einmal sieht es so aus und einmal auch so und die hat 50 Euro gekostet pro Set, also ein Kissen, eine Decke. Wenn ein Doppelbett hat, braucht natürlich davon zwei. Und ist richtig süß, wie ich finde. Ich packe es, wie gesagt, jetzt nicht aus. Aber es ist eine Wendebettwäsche. Verlinke ich euch natürlich. Und ja, einmal so rum mit Mickey, Minnie, Donald. Ne, Donald ist nicht dabei. Mickey, Minnie, Pluto und Goofy. Und auf der anderen Seite sieht es dann so aus. Richtig schön. Und die haben auch richtig tolle andere Sachen. Vor allem, wenn man Kinder oder Babys hat, ist Zara Home auch eine super Anlaufstelle. Für Handtücher kann man jetzt auch als Erwachsene benutzen, aber es gibt da auch so Tellerchen und Plastikschüsseln und Trinktassen oder Becher und Besteck und schieß mich tot. Also wirklich sehr, sehr süße Sachen auch für Kinder und Babys, also schaut dir gerne mal bei Zara Home vorbei.
In der Rubrik kann ich mich zum Glück aktuell noch zurückhalten. Ja, das war Zara Home. Dann gehen wir mal zu Primark, was mir Brina mitgebracht hat. Brina hat es mir jetzt mitgebracht, als wir jetzt im Disneyland Paris waren im Februar. Aber sie hat es natürlich im Januar schon gekauft. Die Sachen, die ich im Februar im Disneyland Paris gekauft habe, zeige ich euch natürlich erst im Februar-Haul. Aber es sind auch schon ein paar sehr, sehr schöne Sachen dabei. Also aus dem Primark hat es mir eigentlich drei Sachen mitgebracht. Aber die eine Sache hat sie leider sich vergriffen, und zwar in ein paar Schuhe. Ich trage ja Größe 38 und sie hat leider 39 mitgenommen. Und deswegen musste sie die dann umtauschen. Das war nur so eine Art, die Primark hat ja jetzt so eine 100, auch zum 100. Geburtstag eine Kollektion rausgebracht. Ich finde auch wieder, alle machen wieder bei dem 100. Geburtstag mit. Ich glaube, jetzt gibt es auch so das verrückte Labyrinth in der Disney 100 Edition und. Also jeder Shop profitiert schon wieder von diesem Disney 100 und auch Primark. Und die Schuhe sahen halt aus wie so hohe Chucks mit den Disney-Charakteren drauf in weiß. Sah echt ganz cool aus, aber vielleicht bekommt sie die ja nochmal in 38. Was sie mir sonst mitgebracht hat, ist, ich muss mal gucken, ich bin ja hier ein bisschen weit vor der Kamera. Ich habe hier jetzt die neue Einstellung. Ob ich das euch gut zeigen kann. Also das ist hier einfach nur so eine Art Hoodie, Kleid, wie man es auch nennen möchte. Sehr oversize, aber super flauschy. Also dieser ist halt so ein schöner Fließstoff, sehr, sehr weich. Ich habe auch schon mal so ein Pyjama von so einem Stoff. Und das sagt mein Freund immer, wenn ich den anhabe. Oh, ich würde dich am liebsten als Kuscheltier mit ins Bett nehmen, weil das halt so weich ist. Und ja, der ist super lang, finde ich. Mega schön, hat alle Charaktere drauf und hat 17 Euro gekostet. Das war das erste Teil. Und das zweite Kleidungsstück im Januar. Auch von Primark war dann hier diese Disney 100 Jacke. Die habt ihr bestimmt schon überall auf Instagram oder so gesehen, auf TikTok. Die wurde ja auch sehr gehypt. Ich habe sie mir auch mitbringen lassen von Brina. Kostet 35 Euro. Ja, hat hier die Charaktere so Patches drauf an den Seiten. Auf der anderen Seite auch. Nee, auf der anderen Seite nicht. Also nur auf der einen Seite hier ist Mickey, Pluto und Donald. Und hinten habt ihr dann Walt Disney draufstehen. Ich muss jetzt mal gucken, was hier draufsteht. Genau, einmal Walt Disney in groß, eine Art Spirit Jersey Aufschrift und nochmal die Unterschrift von Walt Disney. Und es ist eine etwas dickere Bomberjacke, also so eine Art, wie wir Frauen mal gerne sagen, Übergangsjacke. Kann man einen guten Pulli drunter ziehen. Jetzt ist natürlich jetzt aktuell noch zu kalt, aber so im Frühjahr kann man die richtig schön anziehen. Achso, hier vorne ist noch so eine kleine Mickey. Ich versuche euch auch die Try-Ons hier zu zeigen, also die Try-Ons hier zu machen. Aber hier ist natürlich eine andere Platzsituation und ich versuche euch natürlich so gut es geht die Try-Ons zu machen. Achso, welche Größe habe ich in ihr? Ich habe hier Größe L. In dem habe ich, glaube ich, auch Größe L in dem anderen Pulli. Genau, das waren die zwei Sachen vom Primark und jetzt kommen wir noch zu den Disneyland Paris Sachen vom Januar. Fangen wir erstmal mit den nicht so teuren Sachen an. Und zwar ist es einmal Remy als Schulterpuppe bei mir eingezogen. Ich muss sagen, es ist jetzt auch so eine Art Sammelleidenschaft geworden, diese Schulterpuppen. Irgendwie habe ich jetzt jede Schulterpuppe bis auf Woody. Die habe ich mir noch nicht gekauft. Die gab es jetzt auch im Februar, aber ich habe mir noch eine andere mitgenommen. Deswegen habe ich gesagt, okay, Woody erstmal nicht. Vielleicht beim nächsten Mal, aber es ist im Januar Remy geworden. Der ist auch sehr, sehr beliebt. Auch, glaube ich, wieder im Februar ausverkauft gewesen. Kostet 20 Euro ohne Jahreskartenrabatt, diese Schulterpuppen. Und ja, sind mega süß. Wie gesagt, ist, glaube ich, mittlerweile jetzt so eine Sammelleidenschaft geworden, weil ich mir denke, ja, vielleicht irgendwann für ein Outfit wird es auf jeden Fall mega süß sein. Und vielleicht überlege ich mir, die irgendwie zu drapieren auf irgendwas Magnetischem, so nebeneinander. Mal gucken. Aktuell verschwinden sie in einer in so einem IKEA-Regal mit so Schubladen, mit so Stoffschubladen. Genau, und das nächste, was ich mir noch gekauft habe, bevor es zu den Pandora-Sachen kommt, sind Patches. Ich habe es auch in meinen Videos ja gezeigt, wo wir in Disneyland Paris waren im Januar und auch im Merch-Video, genau. Es gibt Patches. Die gibt es bei Ribbons and Bows. Das ist direkt, wenn ihr auf der Main Street reinkommt, auf dem großen Platz, beim Bahnhof rechts auf, gegenüber der Discovery Arcade. Ansonsten guckt meine App. Also wenn ihr in den Park reinkommt, rechts, da ist ja die Discovery Arcade und genau gegenüber vom Eingang von der Discovery Arcade findet ihr diesen Laden, wo es diese Patches gibt. Ich möchte mir demnächst eine Disneyland Paris Jeansjacke machen.
werde mir mal bei H&M oder bei Zara mal Jeansjacken angucken, anprobieren und mir dann dementsprechend eine für Disneyland Paris machen und werde diese Patches dann drauf bügeln. Aber ich werde sie trotzdem mit der Nähmaschine fixieren, weil so Bügelpatches finde ich dann, vor allem hierbei, würden dann irgendwie... überlöst sich dann der Eiffel Tower da oben oder so die Ecken. Das finde ich mal ein bisschen nervig, deswegen werde ich die auch noch ein bisschen annähen. Ja, also das ist der erste Patch, wenn wir schon anfangen, den ich mir gekauft habe für 18 Euro. Alle Preise ohne Jahreskartenrabatt mit dem Schloss und dem Eiffelturm und Disneyland Paris drauf. Dann Hollywood Tower of Terror für 12 Euro. Dann Small World, auch für 12. Big Thunder Mountain für 12. Das Schloss für 8. Mega schön, mega schöner Patch. Dann nochmal Phantom Manor für 12. Und dann habe ich mir noch zwei, nicht Disneyland Paris eigene, sondern und zwar Fabius für 10 und Madame Petit, habe ich eben schon gesehen, mit Tassilo auch für 10. Habe ich bei dem 10, 12 gesagt? 10. 10, 10. Genau, das waren... Oh Gott, ich habe einen Frosch im Hals. Das waren die Patches. Und dann kommen wir zur Disney-Pandora-Sache. Und zwar, als wir da waren, wurde ja dieses Disney 100 Charm-Armband-Set released. Und ich habe schon... Online war es nicht mehr bestellbar. Ich habe es irgendwie verpasst. Ich habe diese Announcement auch gar nicht gesehen von Pandora. Und als ich dann gesehen habe, weil alle möglichen Leute es gepostet haben, war es schon ausverkauft online bei Pandora und ich dachte so, nee, was machst du jetzt? Ich erstmal bei uns im Laden angerufen, wo meine Eltern wohnen, damit meine Mama es theoretisch abholen können oder meine beste Freundin. Ich angerufen, hallo, haben Sie das, den Charme im ersten Laden? Nee, haben wir leider nicht. Okay, dann im nächsten angerufen, dann hatten sie es und dann habe ich es auch reserviert für den nächsten Tag. Meine Mutter sollte es dann abholen. Und an diesem nächsten Tag kamen die Sachen dann auch ins Disneyland Paris. Und da war ich mega happy, weil wir kriegen da natürlich auch den Jahreskartenrabatt auf die Pandora-Sachen. Ein Nachteil hat's, und zwar kriegen wir nicht diese tolle Sammelbox, wenn man es in Paris kauft. Es gibt ja, wenn ihr bei Pandora online bestellt habt, so eine graue Sammelbox in Mickey-Shape, wo ihr dann das Armband in der Mitte habt und diese neuen Charms, die es geben soll, drumherum verteilen könnt. Ja. Aber ich bin froh, dass ich es mit Jahreskartenrabatt bekommen habe, denn es ist schon teuer, diese Charms. Und wenn ich jetzt, also ich plane schon, alle 9 zu sammeln. Wenn ich jetzt schon mal angefangen habe, schon wieder so eine Sammelleidenschaft. Ich zeige euch erstmal das Armband mit dem ersten Charm. Und die anderen sollen, glaube ich, jetzt, also der nächste kommt am 1. März, soweit ich das ausgerechnet habe. Eine liebe Followerin, die Leonie, hat mir, als wir jetzt im Februar da waren, schon die ersten Leaks gezeigt aus amerikanischen Pandora-Gruppen. Ich glaube, es war eine Kutsche, die Cinderella-Kutsche und Minnie Maus. Was jetzt als nächstes kommt, keine Ahnung. Warum ist der jetzt? Ich habe ihn da falsch rum reingemacht, den Oswald. Also der erste Charm war, jetzt gucke ich mal, ob ich das hinkriege, ist, ich drehe mal um, Oswald. Und die Charms sind nicht so günstig, weil da auch Goldanteil mit drin ist. Also Silber und Gold. Und jetzt muss ich hier wieder umdrehen. Ich habe ihn falsch rum reingemacht. Und das ist der Verschluss, die Mickey, und da steht Disney 100 drauf. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und boah, ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat. Ich glaube, mit Jahreskartenrabatt 170 Euro. Ohne Jahreskartenrabatt waren wir, glaube ich, bei 200... Schieß mich tot. Auf jeden Fall über 200 Euro. Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste eigentlich immer noch die Zettel haben. Doch, ich habe noch die Zettel. Ist ja Garantie drauf. Moment, ich schau mal. Ah, genau. Also es wären, mit Jahreskartenrabatt waren es 214 Euro. Ohne Jahreskartenrabatt, also 35 Euro Rabatt gab es auf dieses Armband. Ja, und hinten steht auch noch bei Oswald Disney 100. Sieht man das? Also schon mega süße Details und ja, ich werde mir wahrscheinlich dann schon jeden Charme holen, um die Kollektion halt zu vervollständigen. Dazu gab es jeweils ein Zertifikat, sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Das heißt einfach nur, dass man da Silber und Gold verarbeitet hat und das ist im Prinzip nur das Zertifikat,
Das ist das, dass es sich um echtes Silber und echtes Gold handelt. Genau, also das war das erste Teil und ja, ihr seht ja die tollen, schönen, teuren Ohren. Und da gab es ja auch den anderen neuen Charme, passend zu den Ohren. Und da dachte ich mir, eigentlich möchte ich ihn auch gerne haben. Und diesen Anhänger wollte ich auch schon lange haben und dann dachte ich, komm, kaufst es dir. So sieht das Ganze aus mit dem Anhänger als Kette. Habe ich so in Disneyland Paris gekauft. Also die Kette, das und den Charm. Wie gesagt, den Charm kann man auch an Armband machen. Und sieht zusammen natürlich getragen mega schön aus mit den Ohren auf so einem schwarzen Rollkragenpullover. Sehr schlicht gehalten. Jetzt muss ich mal gucken, was ich dafür bezahlt habe. Das war 140 Euro. Genau. Also war kein günstiger Einkauf bei Pandora, aber so oft kaufe ich da tatsächlich nicht ein bei Pandora und hin und wieder kann man sich ja mal so ein schöne Schmuckstücke auf jeden Fall gönnen. Ja, also das gefällt mir echt gut. Werde ich jetzt auch gleich dazu anziehen. Also gut, ich laufe jetzt nicht mit den Ohren hier zu Hause rum, aber dennoch auch so am Alltag hier einfach so auf dem schwarzen Pullover kommt diese Kette echt gut zur Geltung. Ja, und das war's. Das war alles, was ich im Februar geshoppt habe. Ich kann euch aber noch zeigen, was ich von Daniel, Nina, Sven, Brina zum Geburtstag bekommen habe, weil es gehört ja im Prinzip zum Januar. Sie haben es zwar jetzt im Februar erst gegeben, aber wir haben es ja im Januar nicht gesehen. Und zwar gab es einmal von Nina hier diese selbstgemachte Karte. Happy Birthday mit diesem schönen Schloss. Das hat sie geplottet. Mega süß. Und dann gab es einen Europapark-Gutschein. Ist ja jetzt nicht mehr so weit von mir. Sind ja nur noch 2 Stunden. Und ja, aber wir müssen auf jeden Fall da zusammen hinfahren, ne? In den Europapark mit dem Gutschein. Genau, das gab es als Geschenk von denen. Ja, und dann habe ich einfach vergessen, das Outro zu drehen. Ich habe einen Anruf bekommen und dann ist es mir einfach entfallen. Ja, so kann es manchmal auch sein. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welche Sachen euch am besten gefallen haben. Und ja, damit beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!